Dieser Mann hebt einen Stein auf und wirft ihn in das Löwengehege. Er trifft den Tiger damit direkt am Hinterteil. Der Tiger steht auf und geht auf den Mann zu. Jetzt können sie ein schönes Selfie mit dem Tiger machen. Der Mann findet Freude daran, den Tiger weiter zu provozieren. Deswegen dreht er sich um, hebt einen anderen Stein auf und zerschmettert ihn direkt auf den Kopf des Tigers. Diesmal ist der Tiger sehr wütend. Ein alter Mann kommt vorbei und sagt, dass er aufhören soll, den Löwen zu reizen. Aber der Mann zeigt sich völlig unbeeindruckt. Dann geht er auf die Toilette, um ein Obama abzuseilen. Er hört draußen einen schrecklichen Schrei, zieht schnell seine Hose hoch und geht raus. Inzwischen herrscht im Zoo Chaos und die Besucher rennen um ihr Leben. Der Mann sieht verwirrt aus und weiß nicht, was los ist. Plötzlich läuft ihm ein Schauer über den Rücken und der Mann erstarrt. Als er sich langsam umdreht, sieht er denselben Tiger, den er beworfen hat, aus dem Park rennen. Der Mann hat zu viel Angst, um sich zu bewegen. Deswegen holt er schnell sein Handy heraus und wählt die Notrufnummer 123. Er sagt, dass der Tiger ihn anstarrt, als ob er gerade seine Beute ins Visier nehmen würde. Es scheint, als würde der Tiger den Mann wiedererkennen.